tatsächlich Mucke, die ich mir gerne anhöre. Ne? Ja, cool. Auch wenn der Text dann eben Känguru, Känguru, Känguru dich doch mal aus heißt. Ne? Ja, wieso? Dann sagen wir mal 23 Uhr im Festzelt. Ja, du. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom DAW-Versteher-Podcast, deinem Podcast hier im Recording-Blog und natürlich bei YouTube auch auf dem DAW-Versteher-Podcast-Kanal. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen im schönen Storia Mastering-Studio. Wir stoßen mal an, lieber Björn, denn ich bin zu Gast mit brandneuen Tassen, mit den DAW-Versteher-Tassen für alle, die uns nur zuhören. Da habt ihr jetzt im Podcast gar nichts von. Brandneue Tassen von, deswegen lohnt sich es bei YouTube auch mal reinzuschalten und auch da zu abonnieren. Aber ich freue mich, dass ich da sein darf bei den goldenen Ohren von Holtwig, bei meinem lieben Freund und Intimus Björn Schlüter. Vielen Dank für die Einladung. Da geht mir schon wieder das Herz auf, wenn ich das höre. Natürlich von mir auch ein herzliches Willkommen hier aus dem schönsten Storia Mastering Studio. Und ich begrüße niemanden Geringeres als den zukünftigen, nein, das können wir aus politischen Gründen natürlich nicht sagen, aber denjenigen, der sich heute mal wieder an einer vollen Bäckereischlange durchgekämpft hat, um mit Quarkbällchen bewaffnet hier ins Studio zu kommen, den lieben Jonas. Ja, vielen Dank. Ich habe die Tüte mit den Quarkbällchen tatsächlich mit meinem Leben verteidigt. Hab schon gehört. Außerdem war es sehr schwierig, der älteren Dame vor mir zuzuschauen, die jetzt damit beschäftigt war, den Unterschied zwischen einem 10-Cent- und einem 20-Cent-Stück zu diskutieren mit der Bäckerei-Fachverkäuferin. Oh. Das war sehr spannend, weil ich hatte überlegt, wie lange es den Euro schon gibt. Also es gibt ja so ältere Menschen, die verschiedene Entwicklungen nicht mitbekommen. Ne? Und da habe ich gedacht, wie alt war wohl diese Dame, als der Euro eingeführt wurde? Und sie kann keinen Tag älter als 50 gewesen sein. Mit anderen Worten habe ich gedacht, also das kann für sie nicht schwierig sein, aber vielleicht hat sie es einfach nicht gesehen, weil sie die Brille nicht aufhatte. Wahrscheinlich ein Sichtproblem. Ja. Und du hast konkurriert an der Schlange mit was für Menschen hast du konkurriert? Direkt gegenüber vom Bäcker ist eine Schule. Korrekt, und zwar interessanterweise die Schule, auf die ich auch gegangen bin, auf der ich mein Abitur gemacht habe. Also eine sehr gute Schule? Ja, aber diesen Bäcker gab es damals nicht. Und A gab es diesen Bäcker nicht und B durfte man ja auch das Schulgelände nicht verlassen, also zumindest bis man 18 war. Und wenn da Pause ist, dann muss er auf jeden Fall Zeit mitbringen, weil dann pilgern nämlich alle, die das Schulgelände verlassen dürfen, eben rüber zum Bäcker, holen sie das auf der Hand. Und sah die Auslage dann aus und hinterher auch der Bäcker. Nein, es war, also ich stand hinter einer Gruppe adoleszenter, sprießender Jünglinge, die sich feist unterhielten und jeder natürlich für eine gemischte Tüte für 17 Cent bestellt haben, so ungefähr. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, er hat konkurriert in der Schlange mit Adoleszent. Ten. Ja, könnte man nachgoogeln, muss Björn gleich auch noch. Ich erkläre es jetzt mal nicht, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Genau, irgendwie. Ich werde gleich mal schauen, ob ich da was finde. Vielleicht ein schönes YouTube-Video zum Thema. Könnte ich mal machen, genau, aus meinem Kanal Deutsch für Fortgeschrittene. Ja, das wäre doch mal was. Ja, sehr schön, dass du hier bist und dass wir was ist denn heute? Der dritte Advent. Ja, so ist es. Wahnsinn. Dann ist ja bald schon Weihnachten. Und das Interessante ist, die ersten 10 Minuten von diesem Podcast sind auch Teil des Adventskalenders im Recording-Blog. Ja, das heißt also, die ersten 10 Minuten sind jetzt die Folge quasi vom Adventskalender jetzt am dritten Advent. Und dann ist ja auch schon fast Endspurt, denn der Sonntag, den wir jetzt ja gerade begehen, ist der 11. oder der 12.? Ich habe es vom Datum gar nicht mehr. Also 11. 11. Also morgen ist Halbzeit und dann ist der Adventskalender schon quasi auf der Zielgeraden mehr oder weniger, ähnlich wie die Fußballweltmeisterschaft. Und da bin ich mal, und dann geht's rucki zucki. Ja, hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Aber es ist tatsächlich so, ich kämpfe um mein Leben für diesen Adventskalender. Ja, ich wollte gerade fragen, Jonas, wie geht es dir denn im Moment? Ja, wie geht es mir im Moment? Ich bin tatsächlich wirklich... Ja, ein bisschen an der Kante, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gestern noch eine Anfrage für einen Mix gekriegt und habe dann schweren Herz geschrieben, okay, welche Deadline habt ihr denn? Weil im Moment kann ich noch nicht mal mehr geradeaus denken. Ich bin froh, wenn ich die Videos rauskriege. Aber ich habe einen riesen Spaß an den Videos, weil es einfach tolle Themen sind irgendwie. Vorgestern habe ich zum Plugins rausgehauen, 50 Plugins in 8 Minuten. Ich muss sagen, das Video habe ich gesehen, ich war ein bisschen enttäuscht zum Schluss. Ja, weil dein Vorschlag nicht dabei gewesen ist. Nein, ich habe gedacht, schafft der Jonas das wirklich in 8 Minuten über 50 Plugins einzeln, ne? Ich rede jetzt nicht davon, da hat jemand ein Bundle, ein großes Kiloherz hat er für seine
Irgendwie muss ich den Bogen ja hinkriegen. Warum hast du den Spruch eigentlich nicht gebracht, dass die Firma ein großes Kiloherz für seine Kunden hat? Weil ich vorher gesagt habe, dass die Firma ein großes Herz hat. Apropos Herz, Kiloherz, hast du nicht zugehört? Okay, ich verzeihe dir das, aber es ist tatsächlich, ich hatte gedacht, okay, alles klar, wie tief gehe ich denn eigentlich rein, wenn ich mal eben schnell zeigen möchte? Ja. Und in der Anmoderation hatte ich eigentlich, die hatte ich schon aufgezeichnet, hatte ich gesagt, dass ich das in fünf Minuten erkläre, weil ich gedacht habe, das schaffe ich locker in 5 Minuten. Dann habe ich aufgezeichnet und sitze am Schneidetisch und denke so, verdammt, es sind 8 Minuten, was machst du denn jetzt? Dann habe ich, Insider-Trick jetzt mal, dann habe ich tatsächlich die Stelle geloopt bei mir im Studio One, habe mich hingesetzt, habe diese Stelle mit den 5 Minuten nochmal neu eingesprochen und für die Interessierten, die es sehen wollen, an der Stelle ist 8 Minuten als Schrift eingeblendet. Wenn ihr auf den Hintergrund, den Unscharfen achtet, dann seht ihr, dass mein Mund 5 sagt. Kleine Videotricks, wir machen ja auch Fernsehen, ne? Ja, du. Und hab da gesagt, muss ich das jetzt nochmal neu aufnehmen? Nee, komm, ich mach mal eben kurz den Ton neu. Und da habe ich auch eine interessante Erfahrung gemacht. Wenn du nämlich nicht in derselben Umgebung aufnimmst, dann kriegst du nicht denselben Sound hin. Und ich hatte hatte ich schon mal gehabt und deswegen konnte ich davon Erfahrung ziehen. Ich hatte auch schon mal eine Stelle, die ich ausbessern wollte und das mache ich hin und wieder, dass ich so ein Wort austausche, wenn ich einfach Blödsinn erzähle und keine Lust habe, irgendwie so eine Texteinblendung zu machen, die das korrigiert. Und dann habe ich das Dieser Satz gerade war übrigens komplett nachträglich reinaddiert. Komplett. Mein Mund hat was vollkommen anderes gemacht als so. Aber dann habe ich an meinem Tisch gesessen, der hat ja diese Filzplatte, die du hier auch hast irgendwie und sprich so, mach die Aufnahme und will dann diesen Teil da reinbauen und denk, das klingt so anders, so trocken, so was, das kann, was ist denn da passiert? Das ist mir aufgefallen, wenn ich das normalerweise spreche, spreche ich mit dem Rücken zum Tisch in die Kamera rein, also in den Raum rein und auch wenn das nur ganz wenig Räumlichkeit in so einem Studio ist, hier ja auch, also wenn wir hier sitzen, ist es deutlich nasser als da vorne zum Beispiel und dann war aber so viel Umgebungsreflexionen da, dass der Sound vom Tisch umdrehen völlig anders war. Da musste ich es also nochmal aufnehmen, mich umdrehen und dann war es genau der Sound. Klar, war auch dieselbe Situation, wie ich es aufgenommen habe und dann konnte ich das ausbessern. Und dann habe ich dann halt auf 8 Minuten aufgesteckt, weil ich fürs erste Plugin, und das war wirklich Subkick 10, also SK10 von Waves Factory, weil ich dafür schon eine Minute geplaudert hatte und ich dachte, wenn du für so ein Plugin mit 3 Knöpfen schon eine Minute plauderst, dann wird das nichts mit 5 Minuten und deswegen musste ich hinten raus auf jeden Fall ein bisschen schneller werden. Und ehrlich gesagt, dieses Kiloherz-Bundle, wenn du da drauf guckst, was da alles bei ist, und das ist jetzt nicht irgendwie mal, das hat ein Schüler nebenbei programmiert. Das sind schon wirklich tolle Plugins, die da drin haben. Nee, alles gut. Und von Voxengo, das Zeug benutzt du ja auch regelmäßig, also von daher. Nee. Oder, doch, den Span haben wir neulich mal wieder angehabt. Haben wir den Span angehabt? Nee. Doch, wir haben nachgeguckt, welche Note da ist. Die das sage ich mit dem Fab-Filter Pro, das war der Fab-Filter. Ach richtig, das war der Fab-Filter. Ja, siehst du mal, ich komme schon vollkommen Span durcheinander. Wüsste ich nicht, also seitdem ich den Pinguin Audiometer habe, habe ich den Span nicht mehr angehabt. Und ich habe mal eine Zeit lang dieses, der haben wir so ein Mitte-Seite-Tool auch, womit du das auseinanderrechnen kannst. Aber mittlerweile ist das erstens mal fast in jedem Plugin drin. Ja. Zweitens mal haben das meine analogen Geräte, die sinnvollerweise in MS arbeiten können, können alle auch in MS arbeiten. Und Studio One kann es selber ja auch. Ne? Also diese Matrix erstellen und sowas. Ja. Deswegen brauche ich dieses Plugin nicht mehr. Was aber tatsächlich ganz cool ist von Voxengo, jetzt wo wir drüber sprechen, das Delay ist ziemlich, wie könnte man sagen, underrated. Das ist ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das auch kostenlos ist. Da war ein kostenloses Delay auf jeden Fall dabei. Ich bin auch über ein anderes Plugin gestolpert. Das war ein Multiband Correlation Meter. Ja. Und der ist in meinem Pinguin nicht drin. Ich habe ja die Lite-Version. Ach so. Du hast ja die große Version. Mhm. Und den Multiband Correlation Meter habe ich nicht. Und den habe ich ja bei dir schon mal bewundert hier. Ja. Das werde ich jetzt, also das ist eins von den Plugins von den aus der Liste, die ich vorgeschlagen habe, die ich mir definitiv ziehen werde. Weil das fand ich ganz spannend. Damals das ist mega. Also Multiband Correlation Meter. Vielleicht kannst du mal erklären, cool, wofür es auch wirklich ist, irgendwie, damit der geneigte Zuhörer auch weiß, warum es Sinn macht, so ein Tool zu nutzen. Mhm. Also im Prinzip zeigt es an, welche Frequenzinformation, also das ist im Prinzip wie ein Analyzer von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Genau. Und dann hast du da, also bei dem Pinguin ist das so Balken, was mag das sein? Irgendwie eine Terz oder irgendwie sowas immer, ne? Also ich sage jetzt mal ein Frequenzbereich. Drittel Oktave sind das normalerweise. Genau, irgendwie sowas. Und dann zeigt das an, in welchem Frequenzbereich eben die Informationen in Phase oder out of Phase sind. Also man könnte sagen, Stereo, also Differenzinformation, ne, oder Mono-Information. Und da kannst du eben sehen, man sagt ja oft Bässe oder Bass-Suppers-Frequenzen gerne in Mono. Ja. Ja,
Stimmt nicht immer. Nee, gibt genauso viele heutzutage nicht. Das hat sich in der Zeit geändert. Genau, gibt genauso viele Beispiele, wo es nicht der Fall ist. Außer ich würde jetzt für Vinyl mastern, dann würde ich tunlichst vermeiden, unter 100 oder 150 Hertz große Stereoinformationen zu haben. Ja, das würde aber im Zweifel auch vor Ort dann geregelt werden. Ja, ja. Meistens schon. Ja. Genau, aber man kann zum Beispiel auch sehen, was so der Frequenzbereich ist, der am meisten eben im Stereofeld passiert, ne? Oder viel im Stereofeld. Ja. Trotzdem ist es auch ein bisschen schwerer zu lesen. Also man muss halt ein bisschen aufpassen, weil natürlich, wenn das Monosignal, Beispiel ein ganz normaler Pop-Rock, was weiß ich was Song, und da sind jetzt Vocals und gleichzeitig eine Bassdrum und eine Snare-Drum und vielleicht noch was weiß ich, irgendwas, was in der Mitte ist. Ja. Die Elemente sind natürlich viel, viel lauter, haben viel, viel mehr Pegel als jetzt vielleicht.